und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder bei Beneschas und wir müssen das Schulhaus finden. Ich denke mal, wir müssen hier durch. Da, genau. Das Schulhaus, wo ist es bloß? Links. Oha. Guten Tag, Madame. Ich bin Antea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbannerin. Aha. Ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Lasst euch mal anschauen. Aha. Nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Das mag seltsam klingen. Aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen, zerbrechen sie. Wie verfaulte Zähne oder Fingerknochen. Erst wenige, die zu einer Flut werden, die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So, seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Ich muss halt alles wissen, ne? Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Könnt ihr mir vielleicht etwas über das Haupthaus sagen? Der Pastor hat es geschlossen. Er sagt, es sei gefährlich. Stellt euch das vor. Beten soll jetzt gefährlich sein. Wisst ihr noch wann und warum? Wann ist schwer zu sagen. Ich gebe zu, mein Zeitgefühl ist verschwunden, weil die Tage jetzt so langweilig sind. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Leinenkleid? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Ach, kein Problem. Wir werden den Fluch beenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madame. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Na, so würde ich das nicht nennen. Optimismus ist immer etwas Positives. So, können wir mit ihm auch reden? Was haben wir hier? Gasthaus, Docks, Friedhof. Okay. Guten Tag, der Herr. Darf man mit Ihnen sprechen? Guten Tag, Herr. Ihr seid eine von Haskells Verbannern, nehme ich an. Antea Duarte. Unter Fred McGrace trefft ihr hier möglicherweise auch noch. Hugh Batchelor. Der Gouverneur ließ mich das Schulhaus für euch herrichten. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Wäre das alles? Nicht ganz. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? New Eden wird von Gott geprüft. Bessere Tage liegen vor uns, wenn seine Diener demütig und treu bleiben. Spüre ich Missbilligung? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Diener und ich wohne hier auch nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Seid brav und demütig und erzählt mir von dem Fluch. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden. Wir, Madame, haben um Erlösung gebetet. Und das seid ihr nicht. Okay. Habt ihr schlechte Träume, Mr. Bachelor? Davon wollt ihr nichts hören. Doch, sonst würde ich ja nicht fragen. Ich nehme euch beim Wort. Ja, super. Oh, doch. In meinem Schlaf schänden singende Dämonen unser kostbares Haupthaus und brennen es nieder.
Zwei arme Seelen sind darin gefangen. Ein Mann und eine Frau, die Versprechen und Flüche in fremden Sprachen schreien. Ich schrecke auf und eile zum Fenster. Erleichtert stelle ich dann fest, dass das Haupthaus noch steht. Wusstet ihr, dass Reverend Davenport glaubte, im Haupthaus Spuke ist? Ja. Leider beendete der verstorbene Pastor die Gottesdienste und schloss das Haupthaus. Kein Wunder, dass wir uns jetzt in dieser Lage befinden. Und was glaubt ihr, sitzt im Haupthaus? Miss, wenn der Teufel in unserem Haupthaus sitzt, dann haben wohl wir es als die Bewohner von New Eden versäumt, sein Werk zu verleugnen. Wo sind die Kinder? Einige starben an Fieber. Wir sahen das Unheil kommen. Wir dachten, wir müssten sie alle begraben. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Wir haben sie weggeschickt. Das war bestimmt nicht einfach. Weder damals noch heute. Nein. Nein, das ist es nicht. Das klingt, als ob er selber auch ein Kind hat. Lebt wohl, Mr. Bachelor. Und wünscht uns Glück. Ich werde euch kein Glück wünschen. Ich wünsche euch Erlösung. Ja, das geht nicht. Wir sind die Erlöser. Die Erlöser brauchen keine Erlösung. Die Erlöser, die erlösen einfach. So, hier ist der Eingang. Hier leuchtet auch nicht so, wie ich das sehe. Gehen wir mal rein. Schulgebäude von New Eden Town entdeckt. Wir sollen ihn zwar hier treffen, aber hier sind noch ein paar Sachen. Leder, okay. Techniken der Verbanner. Ist er das hier? Entweder ist er das oder... ja, okay, also ich wollte gerade sagen, entweder ist er das oder ich habe mir gerade einen Penner erwischt. Ah, der spielt. Cool, das wollte ich auch immer machen. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Das war nicht Charles, finde ich nicht. Charles hätte dasselbe getan, glaube ich auch nicht. Aber ich antworte jetzt mal so, wie sie es wahrscheinlich gesagt hätte. Also ich finde beide Antworten bescheuert. Aber sie hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, das war nicht Charles. Das war nicht Charles. Das war der Geist von Charles. Charles Davenport. Unser ältester Freund, der Mann, der uns zusammengebracht hat. Unser Freund ist tot. Sein Geist war eine Gefahr für seine Frau. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja, aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Toten haben nichts mit dem Lebenden zu tun. Ja, ist richtig. Wir sorgen für einen Abschluss. Hört sich aber ein bisschen diplomatischer an, finde ich. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Und dann würde ich dich wieder töten. Ja, geil.
Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McWraith. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. Anthea, sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Sie ist eine Frau, sie denkt nicht logisch nach, sondern sie handelt einfach und bringt sich dann ständig in Schwierigkeiten. Das kenne ich irgendwoher. Wo bist du? Du wirst kaum im Haupthaus sein, oder? Geh zum Haus der Begegnung. Haus der Begegnung. Ist das jetzt die Kirche oder ist das jetzt der Puff? Jemand da? Oder? Anthea? Ich hoffe, ich bin jetzt hier noch richtig, aber das sieht gut aus. Warum wärst du allein dort raufgegangen? Jetzt bin ich im Friedhof, oder? Moment. Ich muss mich jetzt ganz links halten. Hier ist aber doch kein Weg, oder? Habe ich hier einen Weg verpasst? Kann ich hier durch? Offen. Anthea! Ist das jetzt der Weg oder muss ich da rumgehen? Moment, Moment, Moment. Ja, eigentlich ist es egal. Okay. Dann gehen wir mal hier rum. Oh, ich habe schon wieder alles vergessen. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ihr Schemen habt nicht zufällig Anthea gesehen, was? Da bin ich mir nicht sicher. Da hinten kommt schon wieder einer. Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. Sie ist eine Frau. Sie möchte nicht, dass dir etwas passiert. Ich weiß, umgekehrt gilt es genau gleich. Oh. Spektralstaub. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ob wir das noch gebrauchen, aber immer gut mitzunehmen. Drei. Drei blinde Mäuse, schau, wie sie laufen, schau, wie sie laufen. Drei blinde Mäuse, schau, wie sie laufen, schau, wie sie... Anthea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Anthea? Bist du verletzt? Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich! Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Sieh da, du bist des Todes.
Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Was? Wirst du die Gerechten töten? Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist das her? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narr bis ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schändung. Nein, ich will nicht kämpfen. Verräter! Ich glaube, du bist gescheitert. Nicht zum ersten Mal. Wir sind nicht deine Feinde. Och komm, ich hab A gedrückt. Hallo? Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, werden... Hörst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur... Vergeltung. Lass ihn los. Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur... Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! Wirst du jetzt zu Hilfe kommen? Jetzt, wo alles verloren ist? Wenn ja, werde ich dich erwarten. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.